Von Ass Altenburger gibt es ein neues Kartenspielformat. Ich habe mal hier diese 6 Stück, die es momentan gibt, hier hingelegt. Ass Altenburger, das sind ja die, die auch diese neuen Dominion-Auflagen machen. Ja, und diese neuen Kartenspiele, die versprechen 10 Kartenspiele in einer Box mit Glitzerkarte und Poster. Und da nehme ich mir jetzt einfach mal hier einen Exemplar raus und da schauen wir gleich mal hinein. Und ich interessiere mich jetzt, ich würde sagen, ich nehme die Star Wars Geschichte, weil das ist so das, was mich auch interessiert, auch wenn hier diese Fußball-DFB-Karten, wo es ja jetzt um die Europameisterschaft in diesem Jahr geht, auch spannend sind. Minions sind dabei, Sorgenfresser, Mia und Mi und die Eiskönigin. Aber die packe ich jetzt erstmal hier beiseite. So. Und ich schaue dann einfach mal in diese Star Wars Box hinein. So, okay, da ist sie schon. Und dann reiße ich das gleich mal auf. Hier haben wir also ab 8 Jahren spielbar dieses Spiel. Ab 2 Spieler ungefähr 35 Minuten, 10 Spiele in einem. Dann mache ich es gleich mal auf. Ah, okay, das ist hier ein Klappdeckel, das ist schon mal schön, macht einen schönen Eindruck. Hier ist auch innen drin schön das Ganze gestaltet, gleich nochmal mit Laserschwert und hier sind jetzt 2 Kartenpacks. So, die nehme ich erstmal raus, dann schiebe ich das mal, noch schiebe ich es nicht zur Seite, aber hier sehe ich schon, ist diese Glitzerkarte gleich zu sehen. Das mache ich einfach mal auf hier, dieses Kartenpack. Hier, da seht ihr das? Das ist die Glitzerkarte mit Darth Vader. Das also ganz schick gemacht. Und hier sind jetzt ganz viele andere, zum Beispiel der Imperial Speeder Bike. Das ist hier mit dabei. Verschiedene Fahrzeuge oder auch einzelne Figuren. Das ist alles hier schön zu erkennen. Wunderbar. Das ist doch schön gestaltet. Es geht ja hier um Star Wars Rebels, das ist also das Thema hier. Man sieht es auch hier hinten an der Rückseite nochmal, da ist das alles schön auch nochmal aufgezeichnet. Dann gucke ich auch nochmal in dieses zweite Kartenpack hinein. Irgendwo muss hier auch die Anleitung stecken, die ist mir nämlich jetzt bisher noch nicht aufgefallen. So, okay, sollen ja 10 Spiele hier enthalten sein. Also hier auch nochmal verschiedenste Kartenmotive. Verschiedene Figuren, aber keine Anleitung. Nur noch mal hier der Hinweis, dass es eben hier auch andere Spiele gibt. Das sind hier noch mal 2 so, sage ich mal, Werbekarten, die aber nicht spielrelevant sind. Ja, aber die Anleitung und das Poster habe ich noch nicht entdeckt. Hier geschickt gemacht unter dieser Einlage für die Karten. Da befindet sich jetzt hier noch dieses Poster wahrscheinlich. Ich schiebe mal die Karten beiseite. So, dann gucke ich mir das mal an. Jawohl, das ist hier auf jeden Fall ein Poster. Ah, das ist jetzt das gleiche Motiv wie hier in der Schachtelinnenseite. Ich lege es jetzt hier einfach mal quer hin. Das ist das Poster und dann ist auf der Rückseite, jawohl, das habe ich jetzt richtig vermutet, die Anleitung. Und hier hat man, das sehe ich hier gerade, alle Einzelregeln nummeriert von 1 bis 10. Schätzmeister, als Mau Mau ist es spielbar, Mogeln 21 und so weiter. Also Romy sehe ich hier auch gerade noch. Mit verschiedenen Spieleranzahlen, das steht hier immer drauf. Die Spielzeit ist immer angepasst. Manche Spiele sind sogar ab 6 Jahren hier schon, Mau Mau oder Schwarzer Peter ab 4. Also man kann das Spiel oder die Spiele mit verschiedenen Alterskategorien spielen. Es gibt hier verschiedene Schwierigkeiten scheinbar. Und das findet ihr alles hier auf der Rückseite des Posters. Ja, also da muss ich sagen, das hat man gut gemacht, auch hier gut versteckt. Und hier sehe ich auch nochmal, kann die Schachtel sogar als Spielmittel genutzt werden. Ziehstapel, Trumpffarbe. Also hier zum Ablegen bzw. Nachziehen ist das hier gemacht. Also sehr geschickt, platzsparend untergebracht. Ja, soweit. Achso, ich wollte die Kartenqualität wollte ich mir nochmal anschauen. Aber bei Altenburger, die ja wirklich viele Karten herstellen, gibt es da kein Problem. Nein, gute Qualität, ist jetzt kein Leinen, aber sehr guter Druck, sieht sehr gut aus. Ja, das so der Blick hinein und diese Art und Weise der
Spieltypen wird es auch in den anderen Spielen geben. Da sind die dann auch verfügbar, natürlich nur mit anderen Motiven, mit anderen Themen. Ja, soweit der Blick hinein in diese neue Kartenspielreihe von Ass Altenburger.